So Leute, ihr habt lange genug gewartet. Heute ist es endlich soweit. Es gibt ein kleines Update. Sowohl zu den Autos als auch zu unserer neuen Halle. Ja, fangen wir zunächst mal an mit der neuen Halle. Wie könnt ihr hier schon sehen, ich habe also endlich mein eigenes Reich. Natürlich nur gefüllt mit dem wunderschönen E30. Was anderes gibt es hier natürlich auch gar nicht. Wir machen mal eine kleine Tour. Da haben wir ein bisschen Kunst natürlich angesammelt schon. Jede Menge E30-Teile. Mein E30 kennt ihr zum Großteil ja schon. Da gibt es gleich ein paar Updates. Hier haben wir eine Werkbank eingerichtet. Unsere tolle Dieselheizung, die leider ein bisschen stinkt. Und den schönen 318 IS von einem guten Freund von mir. Dann ja, liegt hier natürlich allerlei E30-Kram rum und dieses Riesenregal voll mit allem, was man so braucht. Hinterachsen, noch mehr Hinterachsen, Scheinwerfer, Teile, M5-Felgen, ja moin. Und dem roten. Ja, ich zeige euch zunächst mal ein bisschen hier den weißen E30, den ihr ja noch gar nicht kennt. Ist wie gesagt von einem Freund von mir. Hat ja leider hier so einen leichten Heckschaden mal abbekommen. Ist aber ansonsten ein echt tolles Auto mit der originalen Innenausstattung. Das ist die Lederausstattung München hieß die. M-Technik Lenkrad. Schön in Alpin Weiß und natürlich auch dem originalen IS-Motor. Hier haben wir ja schon vor längerer Zeit mal den Motorraum auslackiert, das ist alles schon wieder ein bisschen eingestaubt. COP-Umbau und ja, der wird hoffentlich dieses Jahr mal wieder auf die Straße kommen. Auch hier sind neue Achsen frisch gepulvert in Planung und untenrum wird gerade noch ein bisschen lackiert, damit es alles schön aussieht. Neuer Tank ist da, Bremsen sind da. Ja, kommen wir jetzt mal zu dem Roten, denn da habe ich schon wieder einiges geplant, gemacht, unternommen. Ich weiß gar nicht genau, wo ich da anfangen soll. Einige Teile waren jetzt beim Lackierer. Das sollte eine schnelle Nummer werden, so wie immer, mal eben paar Teile lackieren, man kann es hier schon sehen. Dann habe ich mir überlegt, gut, wenn das Auto eh eine Zeit lang nicht fahrbar ist, dann kann ich ja auch noch mal die Hinterachse überholen, weil ich die auch eine zweite Achse noch mal komplett hab pulvern lassen und dementsprechend auch alles einmal rausgerissen und mir dann überlegt, na ja, wenn ich das jetzt schon alles mache, dann kann ich ja noch wieder hier ein bisschen was optimieren, da ein bisschen was optimieren. Da, ja, als dann die Achse und alles raus war, habe ich festgestellt, dass der Tank auch nicht mehr so ganz der beste ist. Er ist zwar noch dicht, aber sieht einfach nicht schön aus. Das heißt, den werde ich auch austauschen und gleich einen großen 63-Liter-Tank verbauen. Dann werden die Bremsleitungen alle nochmal neu kommen, ein bisschen schöner. Der ganze Unterboden wird ein bisschen hübsch gemacht. Und dann wird hoffentlich ganz bald alles wieder zusammengebaut, dass, wenn dann die Saison endlich mal wieder anfängt, wir dann auch mal wirklich schön fahren können, ne? Ja, auch im Motorraum ist das ein oder andere passiert. Ist mittlerweile ja eigentlich alles all black, was ich irgendwie in schwarz haben wollte. Der schwarze Sicherungskasten, die Relais sind alle schwarz, Domstrebe mittlerweile dran. Ein schicker neuer Aufkleber natürlich auch. Selbst die Kappe von der Bremsflüssigkeit auch lange nachgesucht, eine schwarze dann irgendwie in einem Renault gefunden. Ja, ganz wichtig natürlich, folgt mir endlich bei Instagram, falls ihr das noch nicht tut. Was haben wir sonst noch hier vorne? Ja, die Scheinwerfer sind mittlerweile auch alle gleichmäßig und hübsch. Ah ja, hier die Ventildeckel ist mit schwarzem Kräusellack lackiert worden, also dieser Schrumpflack. Und
Das war's, denke ich, auch im Motorraum. Es funktioniert alles gut, so wie es sein soll. Es ist dicht, es ölt nichts mehr und ja, macht einfach Spaß. Ja, auch der Innenraum. Da sind, glaube ich, nur ein paar Details mittlerweile anders. Das Lenkrad M-Technik 2 ist neu bezogen. Einmal mit quasi hier normalem genarbten Leder und unten und in der Mitte oben Alcantara. Dann habe ich diesen Schaltknauf oder Schaltgestänge ist es eigentlich ja von 933 Motorsport. Ist einstellbar. Momentan so mittellang eingestellt, würde ich sagen. Denn zu kurz kriegt man manchmal die Gänge auch nicht rein. Hier haben wir die Öldruckanzeige. Und der Tacho ist ein nachgebauter M3-Tacho mit Öltemperaturanzeige. Der Feuerlöscher ist jetzt mittlerweile auch am Sitz fest verbaut und auch ein vernünftiger, hochwertiger. Kann ich nur jedem empfehlen, gibt einem auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Und ja, Rückbank schön mit Kissen, oldschool, so wie es sein soll. Ja, sonst steht hier in der Halle noch ein 318 Ti Motor, der auch mal in einem E30 landen soll. Der wurde bisher eisgestrahlt, sieht also wieder schön sauber aus. Muss noch ein bisschen überholt werden vielleicht und dann dort mal eingepflanzt werden. Ja, sonst sind hier die frisch lackierten Teile, ist noch eingewachst. M-Technik 2 Spoiler, der auch auf jeden Fall wieder drauf kommt. Dann meine absolute Traumfelge, lange, lange nachgesucht, viel zu viel Geld für bezahlt. Die Styling 20 Turbinenrad mit den Schaufeln. Das sind 17 Zoll Felgen vom E34 M5. Und meine Standardfelgen sozusagen, die Styling 5, auch ein bisschen anders. Kenner werden es vielleicht erkennen. Ja, Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr habt jetzt wieder einen kleinen Überblick, was hier alles so passiert. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, da gibt es andauernd Stories, was ich alles wieder so bastel, umbaue, mir Neues ausdenke. Ich versuche auch YouTube mal wieder aktuell zu halten, vielleicht ein paar mehr Videos zu machen. Gerade jetzt zu den Umbauten an der Hinterachse, was ich da alles noch vorhabe, 520 vielleicht. Und ja, ein paar andere Details. Auch beim Weißen wird es demnächst bestimmt interessant und weitergehen. Da kann man auch noch einiges sehen. Also dann, bleibt gesund. Corona, Corona. Bis demnächst.